Gleich in Spiegel TV Interview Sven Feeth. Techno-Jünger aus ganz Deutschland finden sich hier hinter einem Parkhaus in der Frankfurter Innenstadt ein, um ihre Clubkultur auszuleben. Die Disco Omen ist das Techno-Mekka für schnelle Beats, heiße Luft und künstlichen Nebel. Der Zeremonienmeister heißt Sven Feeth und er ist einer der wenigen deutschen Weltstars. Seine Kindheit hat Sven Feeth in der hessischen Provinz verbracht. Er war der Bandenchef im Kindergarten und schon früh eine Führungskraft, wenn es um die Beschaffung von Zigaretten ging. Nach der Scheidung seiner Eltern war es für Sven vorbei mit dem Naturburschenleben. Die Mutter zog mit ihm und seinen Brüdern nach Wiesbaden. Dazu gekommen bin ich eigentlich, da meine Eltern damals schon Diskothek hatten. Und da war ich halt schon mittags immer mal und habe mir die ganzen Singles immer angeschaut, was es da so gibt. Bin ich über einige Barry White Singles gestolpert und alte Rock'n'Roll Singles und habe mittags mich dann schon ein bisschen probiert irgendwie so an den Turntables und habe da schon ein bisschen rumgemixt, bis dann mein Vater mich fragte irgendwann, da war ich 17, ob ich nicht Lust hätte, Disc-Jockey zu werden bei ihm. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, fangen wir doch mal an. Und es hat mir eigentlich auch ganz gut gelegen, weil Entertainer war ich sowieso schon immer gewesen, auch schon in der Schule. Und na, dann habe ich fünfmal die Woche da bei meinen Eltern in den Club da aufgelegt. Das ging von Foxtrot, Rock'n'Roll, Blues, alles quer durchs Beet, halt, wie es damals halt so war. Und war halt zu der Zeit auch schon richtig immer unterwegs, tanzen und so. Und damals immer auf den Story in Cray gegangen. Und da hat mich dann damals auch ein Disc-Jockey angefragt, weil ich immer so extrem und lange getanzt habe, ob ich nicht Lust hätte, da morgens die Frühmorgensschicht zu übernehmen im kleinen Club. Das heißt, morgens um 6 bis vormittags um 11 für nichts. Und ich dachte, ja, ja, Logo, Logo, Hauptsache den Fuß in der Tür irgendwie. Und das habe ich dann gemacht, ein halbes Jahr im Dorian Gray, also habe parallel auch noch im Dorian Gray gearbeitet, bei meinen Eltern im Club auch. Und das habe ich dann im Dorian Gray. Die haben mich dann gefragt, ob ich nicht ganz das machen möchte im Cray. Und das war mir natürlich dann doch schon der nächste Sprung irgendwie. Dann habe ich meinen Eltern dann gesagt, ja, ich höre auf und mache zum neuen Cray das. Und dann war für mich eigentlich auch die Sache klar, dass Musik und Disc-Jockey das Ding für mich ist, wo ich auch total drin aufgegangen bin. Als Disc-Jockey ist Sven Feeth international schon seit 86 bekannt. 91 gründete Sven mit dem Verleger Heinz Roth und dem Produzenten Matthias Hoffmann die Plattenfirma IQ. Dieser sollten dann noch zwei weitere Labels unter Sven Feeths künstlerischer Aufsicht folgen. Die ganze Sache auch mit meiner Firma, mit dem Ganzen, ist eigentlich nur gewachsen, weil wir so ein gutes Team sind. Und der Teamgeist ist, glaube ich, das Wichtigste. Und man muss sich halt auch auf andere Leute verlassen können und auch abgeben können. Nicht nur so, das ist alles mir, da kommt jetzt keiner mehr ran, sondern man muss auch sagen, okay, das macht der vielleicht besser, das gebe ich denen. Und habe ich wieder mehr Platz für meine Sache und kann mich mehr auf meine Sache konzentrieren. Und das muss man erstmal lernen auch, ne? Im Teamwork irgendwie, dass sich zusammenraufen, sicherlich auch mal, da gibt es auch mal Reibereien, aber letztendlich kann man da nur richtig wachsen, kann man nur groß werden, wenn man, ich glaube, alleine hätte ich das nie gepackt, so was wir uns jetzt geschaffen haben. Geschaffen hat Sven Feeth mit Hilfe seines Teams einiges. Trotz des lockeren Umgangstons wird professionell gearbeitet. Zeit spielt keine Rolle. Hauptsache es groove. Und IQ-Studios sind insgesamt 3. Und wir haben noch 2 andere Studios, die sind noch hinten von unseren Künstlern. Und hier produziert ihr alles in Heimarbeit? Und genau. Hier wird gehämmert und gemeißelt. Ja. Richtig, ja. Und wie läuft das jetzt ab? Einfach so, wie funktioniert das, wenn man eine CD aufnimmt? Wenn man Songs macht quasi, also ja, wir arbeiten hier drinnen. Ich habe meistens eine Vorstellung, eine Idee von dem, was rauskommen soll, und wir unterhalten uns drüber, wir haben so unsere Sprache gefunden, so wie wir kommunizieren. Ja. Der Ralf ist Musiker, Tontechniker, alles im einen eigentlich. Die ausführende Hand, würde ich mal sagen. Und ja, dann, es kommt ganz drauf an, also es ist verschieden. Manchmal fängt man mit einem Groove an oder manchmal fängt man mit einer Melodie an, je nachdem, was zu einem zuerst im Sinne kommt oder wenn man schon eine Idee hat, wie man da rangeht halt. Ne.
Und wie ist die Zusammenarbeit mit Sven Ralf? Geht das so ganz gut oder ist das schwierig? Die Chance jetzt. Nee, das geht schon gut. Also wir machen das schon seit vier Jahren, mhm, haben wir angefangen. Und es ist da echt so zusammengeschmolzen mittlerweile, dass es doch sehr gut läuft. Auch wie er sagt, unsere Sprache gefunden, wo jeder gleich weiß, was gemeint ist. Mhm. Auch wenn andere da ein bisschen verständnislos gucken würden, sehr wahrscheinlich gruft sich das dann so ein. Was ist das für eine Sprache? Könnt ihr mal so ein Gespräch führen? Lieber nicht. Nein, lieber nicht. Das ist halt, wenn ich halt Melodien im Kopf habe oder mir schwebt ein gewisser Sound vor, wie er klingen muss oder so, dann erkläre ich den halt irgendwie. Und das wird dann gesummt, gebrummt oder Geräusche gemacht oder erklärt mit den unmöglichsten Wörtern auch oder so. Aber mittlerweile sind wir da so drin. Also ich weiß halt immer gleich, was er meint. Oder er weiß, was ich meine. Insofern läuft es echt gut. Fez neues Video, The Robot, The Harlequin and the Ballet Dancer, entstand mit Hilfe eines Computerprogrammes, das schon Terminator 2 animiert hat. Die Idee kam mir eigentlich vor anderthalb Jahren in Indien sogar. Wo ich so gedacht habe, wie kann ich denn so meine Seiten da mal so ein bisschen auf den Punkt bringen, zu meinen Eigenschaften. Und da sehe ich halt überall so eine rote Linie zwischen den Harlequin und Robert und den Balletdancer. Drei scheinbar verschiedene Figuren vereint in Sven Fed, schillernd, bunt und doch monoton. Dann habe ich mir meine Gedanken gemacht und mir auch schon so im Kopf so die Songs und die Soundstrukturen schon irgendwie im Kopf gehabt und bin ich mit Ralf Wildenborn im Studio und haben angefangen. Das heißt, diese drei Figuren, das bist du? Ja, sehr persönlich, ja. Probiere ich da eine kleine Geschichte zu erzählen. Inwiefern bist du denn der Ballettdancer? Das hat eher was, also schon auch mit der Klassik und mit der Grazie zu tun, aber eher mit der Entscheidung, sich für etwas zu entscheiden. Und wenn du ein Balletttänzer werden willst, dann gibt es nicht noch was anderes, was du tun kannst. Du musst dich entscheiden, den Weg dann zu gehen. Das habe ich letztendlich auch gemacht als DJ und für meine Musik. Also mehr das Commitment, hundertprozentig dahinter zu stehen, alle Türchen zumachen und den Weg gehen. Und wie ist das dann, Robert? Was ist das bei dir? Das ist mehr so das Funktionelle, der Rhythmus. Für mich selbst immer, ich lege meine Latte da immer selbst ziemlich hoch, das ist ja perfekt für mich zu machen. Genauigkeit, Genauigkeit, ein Rhythmus. Und der Harlequin ist eigentlich so ein bisschen auch die Selbstironie und auch die Leute zum Lachen zu bringen. Und auch mal so im Spiegel des Lachen, die Wahrheit zu sagen. Und die alle drei haben was mit Entertainment, Movement und Bewegung zu tun. Sven Fez kassiert Abendgagen um die 15.000 Mark. Auch seine Platten werfen Profite ab. Klar, dass Fez sich damit nicht nur Freunde macht. Böse Kritiken steckt er genauso gelassen weg wie übertriebenes Lob. Ich habe ja auch was zu sagen irgendwie und ich sage auch gerne mal, aber irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, wo es dann ein bisschen anfängt zu nerven. Weil du musst dich halt ständig wiederholen. Ich kann immer das Gleiche sagen. Also ich will nur ehrlich sein. Irgendwie, ich kann mir jetzt nicht irgendwas aus den Nase ziehen. So muss ich halt immer wieder das Gleiche sagen. In kleinen Variationen ein bisschen verschieben. Aber trotzdem noch den Elan irgendwie noch behalten und das irgendwie schwungvoll rüber zu bekommen. Aber es ist halt, dieses Jahr war schon auch extrem. Dass ich mir jetzt auch sage, das ist jetzt auch erstmal wieder gut. Ja. Sicherlich, ich meine, ich kriege jede Woche schon, habt ihr auch mitbekommen, irgendwie ohne Ende Faxe und hier und da. Und ich meine, ich finde es immer noch, es ist für mich wichtig, für die Musik zu gehen, auch was dazu zu sagen, auch im Ausland speziell. Ja. Und ich tue es auch gerne, es gehört einfach auch dazu. Es ist auch wichtig. Und dann muss man da auch seine Grenze finden irgendwie. Wie gesagt, so,
meine, wie oft sehe ich mich in Zeitungen und ich weiß gar nichts davon. Irgendwie stehen Artikel da über mich, was ich mir gesagt hätte und gemacht habe. Und dann machst du dann halt nur noch irgendwann ganzen Halbwahrheiten irgendwie. Das sind alles so ganzen Rumors. Aber damit muss man einfach leben. Ne? Am liebsten bin ich Sven. Und das bin ich auch die ganze Zeit dabei. In jeder Rolle. Sei es jetzt als DJ oder als Produzent oder als Radio-DJ oder als Entertainer. Ich bleib mir selbst eigentlich immer treu. Also ich ziehe mir keine Schuhe an, die mir nicht passen. Und probiere dann irgendwie was darzustellen. Also alles, was mit Musik zu tun hat eigentlich. Und da gibt es für mich eigentlich auch nach oben hin keine Grenzen. Ich wollte eigentlich immer nur Musik machen, ja, also und das tue ich auch und ich denke mir, dass ich mit meiner Musik auf jeden Fall für mich selbst was geschaffen habe und dass ich auch bestimmt vielen Leuten schon was gegeben habe mit meiner Musik und auch das immer noch tue. Und für mich war es halt immer unwahrscheinlich wichtig, den Leuten zu zeigen, ich hasse dieses Schubladendenken, ja. Der ist so und der ist so. Ich bin eigentlich immer sehr, ich bin sehr offen und probiere halt auch immer viel Brücken zu schlagen. Das heißt auch zu anderen Künstlern, zu anderen Musikstilen. Und probiere eigentlich immer Leute zusammenzubringen. Und also wenn ich was geschaffen habe, dann ist es halt, hoffe ich doch, Toleranz und Offenheit mit meiner Musik. Und vielleicht auch noch Interesse bei Jugendlichen irgendwie, dass sie sich noch für andere Dinge interessieren. Ja, das heißt, für andere Musikstile. Und wenn man jetzt mein Album zum Beispiel hört, ist ja jetzt kein Abgeheralbum oder so. Das bleibt viele erstmal gar nicht verstehen. Was ist denn das jetzt für eine Musik? Aber genau das ist eigentlich der Punkt. Um den Leuten irgendwie so, es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken und nicht nur ein Ding. Und wenn ich damit Toleranz schaffe, dann bin ich eigentlich schon happy. Für mich ist das Wichtigste eigentlich, dass da immer ein Funken rüberspringt. Und das kriegen die Leute auch mit. Also ich öffne mich total, dann öffnen sich die Leute auch. Und es ist dann so ein Wechselspiel. Und nach einer Zeit erreicht man einen Punkt, dann ist man dann zusammen eins. Da kann man ganz spezielle Atmosphären kreieren. Ich spiele nicht für mich selber. Ich spiele eigentlich für die Crowd. Und ich meine, ich kann sehr, sehr lange spielen. Ich kann mich selber auch in Trance spielen. Aber ich verliere nie den Faden mit den Leuten. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, auch wenn es mir danach ist, dann gehe ich auch in die Massen rein und tanze mit denen selbst und rum und springe da und ja. Und dann merken die Leute schon, das ist irgendwie nicht jetzt irgendwie was, er postet nicht hier und er spielt jetzt nicht nur hier, um seine Kohle abzuholen, sondern jetzt, ich meine, ich komme von der Tanzfläche letztendlich. Ja. Und das Gefühl gebe ich den Leuten auch. Ein Megastar zum Anfassen. Einige der Kids stehen stundenlang vor Fitz Kommandobrücke und starren ihren Guru an. Ja, das fragen mich viele Leute, wie machst du das eigentlich so? Wenn ich den Leuten dann sage, irgendwie, das ist einfach pure Liebe, ja, dann lachen die Leute. Aber es ist so, es ist einfach, mir macht es Spaß, was ich tue. Es ist keine Arbeit. Es ist ein Teil von meinem Leben einfach. Und das ist, und so geht es schon seit Jahren. Und an den Wochenenden, wenn ich Musik mache, dann bin ich halt so tief drin irgendwie, dann Zeit, Raum, das ist irgendwie alles immer irgendwie, das kann man dann gar nicht mehr so greifen. Und es treibt mich einfach irgendwie. Und ich will halt auch ständig wieder geben, ja, und auch wieder nehmen. Und so ist es auch immer den Leuten. Das ist schon witzig. Also es ist natürlich nicht jetzt die Regel, dass ich nicht jedes Wochenende 36 Stunden auflege. Das kam mal vor. Aber in der Regel sind es schon 10 bis 15 Stunden. Man malt ein Bild. Man hat verschiedene Farben. Ein Klecks von dem, ein Klecks von dem. Und am Schluss hast du ein Bild.
Und wie ist das, wenn du jetzt eine Nacht aufgelegt hast im Ohm und dann bist du irgendwann zu Hause und kommst dann runter von diesem Trip, den man ja irgendwie mitgemacht hat? Wie ist das? Fällst du da sehr tief eigentlich, wenn du dann alleine bist? Oder ist das schon ganz direkt im Schlaf. Also wenn ich mit meiner Sache, wenn ich fertig bin, ich spüre das ja dann auch selbst immer, dann sage ich so, jetzt ist es soweit, jetzt machst du noch ein bisschen und dann ist Schluss und dann verabschiede ich mich auch und gehe nach Hause ins Bett. Manchmal brummt es dann noch ein bisschen. Und dann schlafe ich, dann falle ich gleich in Tiefschlaf, schlafe dann mal 6-7 Stunden am Stück durch und dann ist alles wieder klar. Also du hast dann nicht so eine Phase, dass du den Abend nochmal aufarbeiten musst, irgendwie danach, dass du erstmal noch danach was trinken gehen musst, um erstmal ruhiger zu werden, sondern du bist schon jemand, der dann gleich abschalten kann. Ich kann schon gleich abschalten, das habe ich schon gelernt, mit mir, mit meinem Rhythmus irgendwie so umzugehen. Und manchmal ist es auch wirklich wichtig, weil dann hast du schon am nächsten Tag wieder abends schon wieder ein Date, da musst du schon wieder in London spielen oder woanders. Du musst schon ziemlich tight sein. Ja? Also du musst, das ist mit meinem Rhythmus schon ganz gut geregelt. Ja? Du musst auch die Ernährung immer wieder stimmen, du musst dann wieder fit sein und so. Also so nach den Jahren weiß ich schon genauso irgendwie, wie ich das mache. Ja? Sicherlich gibt es auch mal Wochenenden, Beispiel, wenn ich jetzt samstags auflege, dann wird sonntags dann auch nochmal bis zum mittags irgendwo gefeiert oder so, kommt ganz drauf an, wo ich bin. Und ja gut, da wird vielleicht mal 48 Stunden nicht geschlafen. Ne? Und dafür wird es dann schlafe ich halt am Montag dann ganz durch. Ne? Das kommt schon vor. Für die einen ist Techno nichts weiter als monotones, gleichklingendes Gedröhne und zum Scheitern verurteilt. Für viele Jugendliche ist Techno dagegen ein neues Lebensgefühl. Damals war es Rock'n'Roll, heute ist Techno. Und wie damals Rock'n'Roll auch mal nur ein Trend war, wo es entstanden ist. Oder selbst auch Hip-Hop, wo Alex sagte, na, das geht ja nicht mehr lange. So hat sich Techno halt auch schon etabliert. Man kann da nicht mehr von einem Trend reden. Ja, das ist ein neuer Baum in einem Wald, der Musik heißt. Und der Baum, der wird jetzt wachsen, wird verschiedene Äste bekommen. Der eine Ast wird abfaulen, weil er nicht so stark war, dafür der andere ist stärker und wächst. So gibt es auch Techno und sich verschiedene Ausleger. So muss man das sehen. Also vom Trend kann man das schon nicht mehr reden. Wann hat denn so die Technomania eingesetzt, eurer Meinung nach? Tja, also richtig geboomt, glaube ich, jetzt hier in Deutschland hat es 91, 92 in der Lovecrate. In der Lovecrate, dann hat es eigentlich erst richtig geknallt. Ich meine, wie gesagt, ich spiele es halt schon seit 85. Ja, 85 meine erste Produktion gemacht, die auch Techno war eigentlich. Obwohl wir ja noch mit Bandmaschinen gearbeitet haben, da gab es noch keine Cubase und keine Programme. Und ja, seitdem ist es halt ständig am Wachsen. Ne? Und das ist ein Spiel ohne Grenzen. Das Schöne an Techno-Musik ist halt sehr, also ich sehe es so persönlich, dass es erlaubt eigentlich alles. Ja. Es ist offen für alles. Man kann so viele Sachen wieder mit reinbringen und integrieren und wieder rausnehmen und wieder neu mischen. Und es ist eigentlich ein offenes Spiel. Mittlerweile ist es Samstag, 9 Uhr früh. Die Gleichgesinnten tanzen immer noch mit derselben Ausdauer, mit der sie vor 8 Stunden die Party begonnen haben. Ecstasy, das gängige Dopingmittel in der Techno-Szene, hilft manchen, über Stunden fit zu bleiben und die Gefühle frei auszuleben. Die Kids, die heute irgendwie Drogen konsumieren in der Techno-Szene oder so, die sind ja keine sozialen Absteiger oder so, das sind ja keine Fixer oder so, ja. Die wissen schon, was sie da tun. Die gehen am Wochenende, feiern sie, sie wollen ihren High vielleicht ziemlich schnell haben, ja. Deswegen nehmen sie Pillchen oder was auch immer, um da gleich mit dabei zu sein, was für mich ein bisschen traurig ist, weil die Musik sollte die Droge sein und nichts anderes. Ja. Aber ich lebe die Musik, ich tue sie, ja. Ich bin sowieso immer drin. Ja. Für jemand Außenstehenden, der braucht vielleicht erstmal so einen Kick, bis der da überhaupt irgendwie was sich locker machen kann. Der eine braucht seine 5 Bier, der andere trinkt erstmal eine Flasche Wodka. So.
kann man das irgendwie sehen? In der Techno-Szene wird relativ, da passiert es halt relativ offen. Da stehen die Leute halt auch dazu, was da passiert. Und da wird nicht viel rumgemauschelt, da wird auch drüber geredet. Und das spricht doch für sich eigentlich, dass man da das Gespräch auch sucht und man sollte da auch einen Schritt weiter nach vorne gehen. Ich war jetzt das Wochenende in Holland wieder gewesen, habe wieder gesehen, was da abgeht. Ich meine, die sind mit ihrer Drogenpolitik da wirklich 10 Jahre voraus. Und auch wenn die Kids da irgendwie was konsumieren und was nehmen, da werden sie wenigstens vorher informiert. Da gibt es jede Woche Infoblätter, was rausgekommen ist und. So, also ich glaube, in die Richtung müsste es bei uns auch gehen. Meinst du, es wäre Sache an den Politikern, da auch mal irgendwie das Ruder in die Hand zu nehmen und Aufklärungsarbeit zu leisten und sich nicht von vornherein so dagegen zu sträuben und zu sagen, Drogen gibt es gar nicht, das Thema wird ignoriert? Ja, das sind alte Köpfe, ne? Das geht bei denen vielleicht noch gar nicht so im Kopf, aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig und es ist vor allem Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, gerade jetzt. Sven Feeth hatte auch eine Zeit, in der er sich mit Kokain und anderen Drogen auseinandergesetzt hat. Termindruck, Partystress, körperliche Überforderung, da schien Koks ein natürliches Accessoire zu sein. Naja, ich meine, wie das halt ist so nachts, gell? Die Nacht, Magic. Ja, da kommt man halt mal in Versuchung und dann macht man das halt mal und irgendwie macht man das dann halt immer wieder mal und dann ertappst du dich halt dabei, dass du es immer wieder machst. Und irgendwann denkst du, warum mach ich das eigentlich? Und für mich war es eigentlich, dass ich mich dann irgendwann später dann irgendwie ertappt habe bei verschiedenen Situationen, wo ich einfach nicht mehr so ich war, wo ich einfach ziemlich aggressiv war und auch so Ego-Trip-mäßig unterwegs war, auch zu Leuten irgendwie Leute angepöbelt und so, was eigentlich überhaupt nicht in mir steckt. Und auch dann Depressionen bekommen habe und sowas hatte ich auch noch nie gehabt. Und das hat mir dann doch schon zu denken gegeben, wo dann 1989 dann meine Tochter geboren wurde. An dem Tag habe ich dann auch aufgehört, weil der Moment doch ziemlich einschneidend war für mich. Und wenn du mal so konfrontiert wirst mit so reinem, puren Leben, da kommst du dir dann schon ein bisschen doof vor. Und das kam ich mir dann halt auch und habe mich auch irgendwie dann von mir selbst geekelt erstmal. Und das war für mich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Moment. Naja, und von dem Zeitpunkt an habe ich es sein gelassen. Jetzt sind 5 Jahre später und mir geht's gut. Wie hast du das geschafft, das sein zu lassen? Ich meine, es ist, glaube ich, nicht so einfach, gerade wenn man im Nachtleben drinsteckt. Ja, genau das ist es eigentlich. Man sollte genau da aufhören, wo man auch angefangen hat. Ich glaube, das ist immer mit das Schwierigste. Viele Leute probieren zu flüchten oder gehen in Therapien oder gehen ins Ausland. Oder ich habe gesagt, ich muss da meinen Arsch rausholen, da, wo ich ihn auch eingesetzt habe, da in der Nacht, im Nachtleben. Und da ich halt auch immer, ich meine, ich muss das auch betonen, immer ein Ziel vor Augen hatte und auch irgendwie so eine Vision irgendwie folge, was mich so antreibt. Ich habe einen sehr starken Willen und das hat mir natürlich auch ungemein geholfen, also gerade auch die Musik. Ich konnte mich dann in die Musik fallen lassen und einfach machen. Und ich bin halt viel gelaufen, halt. Ich bin auch viel gejoggt, bin viel gerannt und so, und das hat mir viel gebracht. Also wenn ich gemerkt habe zu Hause, irgendwie mir fällt jetzt die Decke auf den Kopf, das ist jetzt alles, dann ab raus und Turnschuh rein und los. Und das hat mir auch gut geholfen. Und wie waren Momente, wenn Leute zu dir gekommen sind und gesagt haben, komm Sven, lass uns doch mal wieder eine kleine Nase und so? Ja, das war am Anfang, die ersten 4 Monate, würde ich mal sagen, die waren sehr extrem, weil es mir eigentlich keiner glauben wollte oder vielleicht glaubt mir heute noch keiner. Aber das muss ja auch keiner irgendwie. Das muss ich ja nur mit mir selber ausmachen. Und du hast halt gemerkt irgendwie, dass so viele Freundschaften irgendwie wirklich nur auf der Droge basiert sind, so stattgefunden haben. Und
da ging es halt immer nur, hast du was, gibt's was. Und so habe ich den Leuten halt irgendwie klar gemacht, hier, sprecht mich gar nicht mehr drauf an, lasst mich damit in Ruhe. Ja, ja, es wird, wir sprechen uns in 2 Wochen. Ja, ja. Ich meine, nee, echt. Naja, und so hat sich das dann auch langsam aufgelöst, ja. Die Leute haben mich dann nicht mehr gefragt und so. Ich meine, okay, wenn ich heute ins Ausland reise, bin im Ausland viel unterwegs, werde ich immer noch mal wieder gefragt, ob ich mal was will oder so. Aber da sag ich immer, nee, und dann klotzt es mich immer doof an. Ne? Ja. Samstagmittag, 12 Uhr. Die Nachtschicht von Sven Veth ist vorbei. 15 Stunden nachdem Veth seinen Club betreten hatte, sind die Platten wieder in den Kisten verstaut. Der Veth-Clan wartet schon, um den Godfather of Techno zum nächsten Termin zu chauffieren. Doch vorher muss der müde Star noch mit seinen Fans posieren. Die wollen umworben sein, denn die Party soll weitergehen. Man muss halt heutzutage auch was riskieren, wenn du was erreichen willst. Kommt immer auf deinen Anspruch drauf an. Und ich habe es getan und jetzt nach 12 Jahren irgendwie nicht zufrieden und sag mir immer noch, jetzt fängt es erst richtig an. Das ist eigentlich zum Beispiel, Mensch, das ist eigentlich viele schöne Partys feiern mit meinen Freunden und ja, dass wir eigentlich alle gesund bleiben. Man setzt sich seine Mauern selbst, man setzt sich seine Grenzen selbst. Für mich gibt es keine Grenzen. Ich finde, das Wichtigste ist, dass man Gefühle auslebt, dass man Sachen auslebt. Dann darf da auch kein Fragezeichen dahinter stehen, sondern ein Punkt. Und da gehört auch mal eine schlechte Erfahrung dazu, ganz klar. Aber das wiederum kannst du wieder positiv nutzen. Ja. Also von daher gibt es nämlich gar keine Grenzen. Sky is the limit.